Patrick Möschel mit der 29 Sascha Horvath. Wenn Dynamo kommt, ist in Kopitz was los. Knapp 3500 Zuschauer pilgerten ins Willy-Trüger-Stadion zum sommerlichen Testspielvergnügen der Schwarz-Gelben gegen den FSV Zwickau. Speziell und mit Sicherheit etwas Besonderes war der Auftritt für einige Nachwuchskicker vom VfL Pirna-Kopitz. Hand in Hand mit den Stars auf den Rasen. Wobei, ganz so einfach wie es aussah, war es offensichtlich nicht. Wir sind hier eingelaufen und dann mussten wir halt immer die Hand daneben halten. Und das war halt ein bisschen anstrengend. Für den Zweitligisten Dynamo Dresden war es der letzte Test vor dem Sommertrainingslager für den gastgebenden VfL ein wiederkehrendes Highlight. Regelmäßig vor dem Saisonstart kommen die Bundesliga-Kicker nach Pirna. Zu den Landesligaspielen des VfL verlieren sich rund 150 Zuschauer im Trüger-Stadion. Zu Dynamo kommen Tausende. Die Strahlkraft, die Dynamo in der Region hat, die ist schon überwältigend. Das wissen wir auch. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit auch mit Dynamo. Von daher sind wir stolz und auch froh, dass wie jedes Jahr sozusagen auch dieses Jahr Dynamo wieder zu Gast ist. Gerade dies Jahr mit FSV Zwickau. Aufgrund dieser gelebten Fanfreundschaft, das passt wunderbar. In der ersten Halbzeit wurde den vielen Fans nur wenig Sehenswertes geboten. Einzig der verwandelte Foulelfmeter von Moussa Kone verdient eine Erwähnung. Für mehr Torgefahr sorgte da der VfL-Nachwuchs in der vergangenen Saison. So wurde beispielsweise die F1-Jugend Kreismeister. Und das mit jeder Menge Torhunger. 18-0 war es gegen FC Pirna. Ja, haben ja auch schon die Buden vorne reingetrischt. Insgesamt ist man beim VfL Pirna-Kopitz mit der abgelaufenen Saison vollends zufrieden. Das Landesliga-Team spielte eine hervorragende Rückrunde. Meisterschaften und Aufstiege wurden gleich in mehreren Mannschaften gefeiert. 2011 haben wir mal gesagt, wir haben ein paar Ziele. Wir haben gesagt, wir wollen Nachwuchs stärken, wir wollen, ich sag mal, auch selbst zweite Mannschaft bauen, zweite Männermannschaft, wir wollen eine reine U23 draus machen. Wir haben nicht alles erreicht, wir sind aber auf einem guten Wege. Und wenn man sieht, was wir dieses Jahr im Sommer erreicht haben, was wir erzielt haben an Ergebnissen, die B-Jugend steigen Landesliga auf, die C-Jugend steigen Landesliga auf, zweite Mannschaft in die Landesklasse, das ist wunderbar für den Fußball natürlich und sieht man ja auch, dass man nicht so viel verkehrt gemacht hat. Eine erfolgreiche Saison möchten auch die Schwarz-Gelben spielen, wie es gehen kann, zeigten die Dresdner in der zweiten Halbzeit. Rico Benatelli und Pascal Testroth erzielten die Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Doch in den Schlussminuten kam der Drittligist aus Zwickau noch einmal heran. 3:2 gewann Dynamo letztendlich den freundschaftlichen Vergleich, der auch dem VfL Pirna-Kopitz etwas bringen dürfte. Ja, wir haben bis dato sehr faire Lösungen mit Dynamo gefunden und auch mit den Gastvereinen. Und von daher, denke ich, werden wir da dieses Jahr auch sicherlich keinen Schaden davon tragen wirtschaftlich. Nach dem Dynamo-Gastspiel geht es in Kopitz jetzt wieder beschaulicher zu. In Dresden fiebert die Fangemeinde derweil dem Saisonstart entgegen. Am 6. August beginnt die Serie in der zweiten Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg.